So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Wir haben jetzt mal ein paar Bauern zusammengeschlagen. Aber zu meiner Verteidigung, sie haben uns ja nun wirklich keine Wahl gelassen. Oh, war vollkommen daran vorbei, wo ich hin will. Ich will zu dem großen Turm da hinten. Doch, du bist mein Feind, wenn du mir im Weg umgehst. Da, uns den Schatz hier noch. So, wunderbar. Dann wollen wir hier hochklettern. Und uns den Aussichtspunkt auch noch holen. Und scheinbar die Feder. Will ich mich nicht beschweren. So. Hier so. Genau. Aber jetzt ja. Ist noch höher, okay. Jans nach oben also. Der ist ja schon ziemlich am Rand hier in der Aussichtspunkt. Ob wir hier nochmal wirklich hin müssen, kann ich mir fast nicht vorstellen. So, dann machen wir unsere Tour hier außen weiter, würde ich sagen, und gehen dann direkt zur Mission. So, der Plan. Mal sehen, wie das funktioniert. So, ich muss kurz kratzen. Entschuldigung. Ah. So, jetzt können wir weitermachen. Wir können hier auch mal einfach so ein paar Leute ausrauben. Schadet auch nicht. Also, mir nicht. Die Leute natürlich schon. Oh, schaut euch die an. Na, gute Frau. Wie lebt sich mitten in der Brücke? Da brauchen sie auch kein Geld mehr, wenn sie da immer da drin hausen. Können sie mir erzählen, was sie wollen. Zack. Der nächste Schatz, ein Turm noch, ein Schatz noch und dann sind wir auch bei dem. Alles klar, Ezio. Für den Style kriegst du natürlich extra Punkte. Auch wenn es irgendwie nicht nötig gewesen wäre. So wie das. Aber ich will dir da gar keinen Vorwurf machen, Ezio. Alles gut. Du darfst, ich meine, jeder darf, wie er will, oder? Irgendjemand ruft mich da schon. Ja, ich höre dich schon. Warte halt kurz. Ich will noch ein paar andere wichtige Dinge zu machen. Wie Aussichtspunkte holen. Ja, ich höre dich doch. Also wie kann man so unentspannt sein? Ist ja schrecklich. So, oh, ich muss wohl auf meinen DPI-Schalter gekommen sein. So, jetzt stimmt's wieder. Ja, Leonardo, ich komme ja schon. Also, jetzt nervt mich langsam. Ezio, hier! Hier drüben!
Hab Dank, Ezio. Du hast mein Leben gerettet. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Den niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns. Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Niemand. Basta. Kein Pass, kein Zutritt. Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Steht da nicht so rum! Ich brauche Hilfe! Das ist hier die gute Dame. Alle an Bord, der schreienden Frau helfen, zurück in den Hafen zu gelangen. Aber wir würden... Kein Pass, kein Venedig. Hier eigentlich noch... die Dinge suchen. Irgendwo hier muss ja... so ein... Dingsbums-Zeichen sein. Nur wo ist die Frage. Aber es wird mir eindeutig beim Schiff angezeigt. Oder hier. Zählt es auch noch dazu. Na, wenn wir schon hier sind, nehmen wir die Schätze auch gleich mit. Sagt denn die Karte? Also hier drüben ist die Stadt und hier rechts. Ja, außerdem allem nicht viel. Dann haben wir den Aussichtsturm auch gleich. Bevor wir dann nochmal hier rauslaufen müssen, nur dafür. Dann lieber doch gleich so. So, dann wollen wir uns hier mal hochziehen. So, darüber, während die gute Dame fröhlich schreit. So, und der Turm ist mal wieder identisch wie der andere. Aber wie gesagt, als Kind ist mir sowas gar nicht so schlimm aufgefallen. Aber vielleicht wollte es mir da auch einfach nicht auffallen. Das will ich gar nicht abstreiten, dass das so gewesen sein könnte. So, runter da. Jetzt war hier noch ein Schatz genommen. Ich sorge mich um seinen Gemütszustand. Ach, meinem Gemüt geht's eigentlich ganz gut. Und warum zur Hölle musst du da jetzt runterfallen? So, tun wir uns auch den. Ah ja, da am Steg ist noch einer. So, heute machen mir meine Augen wieder furchtbar zu schaffen. So, und dann wollen wir uns um die zwei kümmern. Okay, höchster Suchzustand ist auch blöd. Aber naja, hilft ja auch nichts. Komm, räuber den auch aus. So. Naja, ich hol dir gleich einen runter, dich runter, ja.
So. Bitte helf mir. Nice, Ezio. Große Klasse. Ich dachte, du könntest rückwärts rudern. Hallo? Herr im Himmel, bitte helft mir! Ich will es probieren, aber die Steuerung lässt mich noch nicht so recht. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Auditore. Aber bitte, nennt mich Ezio. Ich heiße Katharina. Nun, Ezio, müssen wir eine angemessene Belohnung finden? Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ganz Ohr. Ja, Signora. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Bitte, nehmt meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Ich wusste nicht, dass... Das ist schon gut, mein Freund. So. So, Sequenz 6 beendet. Keine Ahnung, wo hier das Zeichen sein soll. Ja, jetzt können wir auch nichts anderes mehr machen, als da hingehen. Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Katharina Sforza, Tochter des Duca di Milano. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forlì. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Da hat er wohl recht. Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond. Wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Na klar. In Lichtgeschwindigkeit komme ich runter. Wollen wir doch mal sehen, was ich gelernt habe. Ja. Komm, ich dachte, du würdest schon auf mich warten. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns.
Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Danke für den Tipp. Aber naja, so ist das mit Frauen. Mach das Pferd da. Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Alter Ir gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ach, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Gute Nacht. Ich mag dich. Tschüss. So. Kann man hier noch irgendwas entdecken? Hier habe ich mich, glaube ich, nie umgesehen. Aber naja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier was wirklich Spannendes gibt. Ah, ich merke schon, du hast absolut alles von Ezio gelernt. Total nervig. Jetzt aber schon relativ lang. Wer bist du denn? Gute Frau. Und ein paar Pferde. Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und Alter Ir. Das muss ein Ziel sein. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Sehr gut, Ezio. Ich sag schon Ezio. Aber Alter Ir hat wohl dieselben Schwächen. Wie mir scheint.
Wo führt die mich denn hin? Müssen wir auf den Turm rauf? Der Seite hoch, okay. Hey, die Frau aus Akkon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Mit einer Templerin. So schaut's aus. Moment mal. Warum folge ich nicht Alter ihr? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet... Was für ein abgefahrener Traum. Dass die zwei miteinander wohl ein Kind hatten. Und man die Pferde da dauern sollen. Ach Gott weiß. Da läuft sie wieder dahin. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean... Bitte, das reicht. Okay. So, aber ich brauche dringend eine Pause. Dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Assassin's Creed 2. Lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Heute mal, naja, nicht wirklich kürzer als sonst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis dahin.